Okay, der Hafen ist dran. Oh, da ist ja noch ein Schlachtschiff rausgekommen. Yippie. Oh Mann. Unser Kurs, Sir? Die Mission ist echt krass. Kurs wird gesetzt. Da kommt noch ein Konvoi. Berechne neuen Kurs. Jetzt muss man echt aufpassen. Oh, verdammt. Kurs wird gesetzt, Offizier. Oh, verdammt. Unser Kurs, Sir? Berechne neuen Kurs. Da kam die Flotte. Sie kam, sie sah und sie nahm uns auseinander. So, die vier U-Boote. Sobald ihr Gegner seht, jetzt drauf. Da ist zum Beispiel einer. Angeschlagenes Schlachtschiff, tatsächlich. Deckt das auseinander? Nee, deckt er nicht. Ist auch zu schnell. Da kommt aber noch ein Schlachtschiff. Die sind alle betroffen. Verdammt, was ist denn das? Hier Brücke. Kurs wird gesetzt. Kurs wird gesetzt. Unser Kurs, Sir. Kurs also, wird da gesetzt. Kommt eine Fregatte. Okay, oh Gott, da kommen die ganzen Fregatten. Unterstützung. Und das bitte pronto. Unser Kurs, Sir. Oh Gott. Ach nee, das ist ein Schlachtschiff. Hier ist Offizier. Okay, Fregatte Nummer 1. Unser Kurs, Sir. Hinterher, bitte. Unser Kurs, Sir. Okay, wir haben ein U-Boot verloren. Hier erster Offizier. Okay, und da ist noch eine Fregatte. Unser Kurs, Sir. Hier erster Offizier. Die Fregatte fährt weg. Dann nehmt ihr die bitte. Es ist unglaublich in dieser Mission. Es ist so unglaublich. Wir kriegen es nicht hin. Zieht euch zurück. Zieht euch nach Norden zurück. Das ist... Das ist unglaublich, wie viele Fregatten hier ausgepackt werden. So, da wird sich nämlich noch zurückgezogen und das geht ja weiter. Was die für eine Flotte haben, das ist unglaublich. Und die müssen wir später noch auseinandernehmen. Es ist ja nicht so, dass es dann getan ist mit den Häfen. Boah, verdammt. Also das ist wieder so eine Mission, da werden wir sitzen und da werden wir unsere Problemchen kriegen und unsere Schlachtschiffe werden jetzt auch auseinandergerissen durch diverse Jäger, weil wir wieder keine Kreuzer mit am Start hatten. Das ist echt gerade irre. Wie sieht's mit dem Holznachschub eigentlich aus? Haben wir überhaupt noch Holz bei uns? Irgendwie nicht so, hä? Also zumindest ist es in weite Ferne gerückt. Oh Mann, ey. Unsere U-Boote hier hinten, die haben ein schönes Leben. Also ein vergleichsweise schönes Leben, aber... Warum bist du stehen geblieben? Warum bist du stehen geblieben? Fahr weiter. Fahr einfach weiter. Ich wollte gerade sagen, dass... Der Flugzeugträger macht das ja auch. Okay, Flugzeit abgelaufen bei den Jägern. Ist in Ordnung, da steht auch noch ein Schlachtschiff. Schön. Das Einzige, was wir jetzt machen können, mal auf die Schnelle. Wir können nur versuchen, diese südwestenglische Küste erstmal zu blockieren, dass wir zumindest da eine Chance haben. Kurs wird gesetzt. Dass wir erstmal sagen, erstmal die U-Boote hier. Dass wir eine Möglichkeit irgendwie kriegen. Wie gesagt, die anderen U-Boote hier, das ist denen völlig egal. Die haben schönes... Die haben es hier schön. Auf der Nordseite Irlands. Denen ist das gerade ziemlich egal. Aber wir haben noch gar nicht die Luftabwehr geupgradet. Das ist ja ganz toll. Haben wir was vergessen zwischendurch? Oh. Ja, das... sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Achso, unsere Schlachtschiffe sind auch weg. Und da kommt wieder die Flotte. Und da sind unsere U-Boote. Und die U-Boote werden jetzt mal ganz kurz einen Prozess mit den Schlachtschiffen machen. Unser Kurs, Sir.
Ob wir überhaupt einen sinnvollen Anfang haben. Kurs wird gesetzt. Sind aber auch schnell. 12 plus 2. Sind genauso schnell wie unsere U-Boote. Wir werden angegriffen. Ja, ich weiß, dass da wieder diverserlei Fregatten kommen. Wir werden angegriffen. 8 plus 0. Wir haben 7 plus 1 Reichweite. Warum müsst ihr so weit ranfahren, U-Boote? Ja, und sie drehen wieder ab. Das ist... Das ist Wahnsinn mit dieser Konvoiflotte. Das ist Wahnsinn. Wir haben die erst so groß werden lassen. Ich glaube, wir haben zu viele Angriffe auf die Häfen gestartet, ohne da unten richtig abzusichern. Dadurch sind eben diese Konvois so groß überhaupt geworden. Und jetzt muss man eben zusehen, wie wir es lösen. Das ist alles ein bisschen nervig. Berechne neuen Kurs. Was ist denn jetzt da drüben los? Ach, die Schlachtschiffe wollen zu uns? Unser Kurs, der erste Offizier, wird gesetzt. Ja, dann bitte. Berechne neuen Kurs. U-Boote, bitte Kurs mal einfach abfangen. Berechne neuen Kurs. Und die Schlachtschiffe mal aus dem Spiel nehmen, dass wir überhaupt einen Anfang haben. Was ist da unten los? Wir werden angegriffen. Konvoi. Hier, erster Offizier. Kurs da wird ist gesetzt. Noch ein Schlachtschiff. Da kommt eine Fregatte. Sofort drauf auf die Fregatte. Wie sieht's aus? Kriegt ihr das auseinander? Ja, ihr kriegt das alleine hin. Aber jetzt hier, die Fregatten. Diese unsagbare Anzahl an Fregatten. Vier Fregatten einfach mal. Komm da einfach des Weges. Okay, zwei haben wir aus dem Spiel genommen. Dafür ist jetzt ein U-Boot weg. Das war ein Kriegsschiff. Das wollte ich natürlich nicht. Aber richtet mal Schaden an. Versucht mal ein bisschen Schaden anzurichten. Versucht mal zu. Ja, Fregatten. Da kommen sie wieder. Und die U-Boote fahren wahrscheinlich zu langsam an. Ja, damit ist wieder eins weg. Aber Fregatte ist auch weg. Jetzt haben wir natürlich kaum mehr die Feuerkraft dafür. Die Kriegsschiffe sind weg. Wir schicken mal noch was hinterher, wenn die U-Boote es schaffen. Ja, Fregatte weg. Jetzt kommt dafür die nächste. Jetzt geht so ein kleines Nervenspiel los. Ah, werden es unsere U-Boote schaffen? Das glaube ich jetzt eher nicht. Und die anderen vier U-Boote sind dafür schlicht zu langsam. Wir werden nochmal zwei aufstellen. Wir haben kaum Holz. Das werden wir mal jetzt anders lösen. So, bitte mal hier noch eine Siedlung aufstellen. Hier dazwischen. Dass wir eine Idee davon kriegen, wo es hingeht. Er hat die Fregatte versenkt oder die ist abgehauen? Eins von beiden. Aber ist auch egal. Seht zu, dass ihr noch ein bisschen Schaden anrichtet. Die anderen vier sind im Anmarsch. Und wir haben kaum Holz. Wir haben einen Haufen Gold. Das ist unglaublich. Also, Gold haben wir wirklich zuhauf jetzt. Aber Eisen sieht eher dünn aus. Und ich glaube, wir haben nur eine Eisenmine, ne? Und die ist auch nicht mal voll besetzt. Da ist einer zu wenig. Wo ist das Gold? Hier. Fertig. Ich würde sagen, bitte mal zum Eisen rüber, dass wir da eine Verstärkung haben. Ne, Eisen sieht eher schlecht aus. Eisen ist eher ganz schlecht. Ja gut, dann muss es so sein. Wie sieht's aus, U-Boote? Wie sieht's aus? Hier, erster Offizier. Kurs wird gesetzt. Da kommt ein Konvoi. Und das heißt also gleich Fregatten mit dazu. Wie erwartet. Seht zu, dass ihr die Fregatten braucht. Oh Gott, schon wieder drei Fregatten, meine Güte. Ich kann so eine Flotte gar nicht aufbauen. Ja, da kommt... Ah ne, der Konvoi ist versenkt. Und die Fregatte damit aber auch. Aber auch wieder ein U-Boot damit. Und das ist ein echtes, echtes Problem. Wir werden angegriffen. Und da unten ist ja schon wieder Ärger, sag mal. Achso, weil da gleich noch ein Konvoi kommt. Also, sehe ich das jetzt richtig? Nochmal ganz kurz. Die Konvois fahren voran.
Und sobald die abgeschossen sind, drehen die, die ganzen Fregatten ab. Was ist denn da oben los? Ey! Was soll das denn? Oh nein, es sind zwei Schlachtschiffe. Ah, doof. Können wir da mal ganz kurz bitte hochfahren? Das war anscheinend nur das eine Kriegsschiff. Das ist gut, das eine U-Boot da oben macht seinen Job. Ist in Ordnung. Wie gesagt, die Nordseite Irlands ist gesichert. So, Konvoi ist wieder weg. Fregatte dreht ab. Aber es ist halt die Frage, wohin fährt die dann? Da müssen wir jetzt sehen. Wie gesagt, U-Boote werden wir mal noch mit hinstellen. 190 Holz, ja gut. Jetzt kann es ja zumindest wieder schneller gehen, weil wir eine Siedlung hier hingebaut haben. Und da sammelt sich's auch. Tatsächlich. Die Holzfäller sammeln sich dort. Sehr, sehr gut. Und ja, jetzt heißt es dann so langsam aber sicher wieder Kriegsschiffe und Fregatten und... Wir werden angegriffen. ...solche Sachen. Was ist los? Konvoi ist abgeschossen. Hier, erster Offizier. Fregatten drehen ab. Aber wir kassieren natürlich Schaden dadurch. Und das mächtig. Haben wir jetzt gerade mal ein U-Boot verfügbar? Nee, noch nicht. Doch jetzt. Hier, erster Offizier. Bitte mal da runterfahren. Wir müssen... Was ist denn jetzt los? Also es war ein Bomber, der mal wieder seinen Spaß hatte. Dieses Kriegsschiff müssen wir mal... Irgendwie haben wir gerade ein sehr kaputtes... Ja, wir haben ein sehr kaputtes U-Boot. Das würde ich gern mal bitte hier rüber schicken. Mit 10 HP ist das echt wenig. Können wir da noch einen Hafen hinbauen? Ja! Grandiose Idee des Monats, Freunde! Unverzüglich. Wir können doch hier einfach noch einen Dock hinstellen. Und eine Werft daneben und dann haben wir gleich U-Boote verfügbar. Warum machen wir es uns denn so kompliziert die ganze Zeit? Warum nehmen wir denn die ganzen Wege für die U-Boote auf uns? Ab geht's. Wir werden angegriffen. Ey, du spielst nicht mit. Das fand ich jetzt echt nicht cool. Sieht, dass da irgendwas hinkommt und knallt's ab. Bevor es untergeht. Wir lassen den Bürger mal da... Achso, den Bürger mal da hinlaufen. Hahaha, solange da jetzt noch das Kriegsschiff steht, ist es nicht. Noch ein Konvoi. Konvoi ist raus. Fregatten. Drehen ab. Alles klar. Wir haben... Also ich glaube zumindest jetzt den, tieferen Sinn dieser Mission verstanden zu haben. Aber wie gesagt, ich glaube es. Ich bin nicht sicher. Ich würde mal das U-Boot hier hinten als Backup ein bisschen lassen. So, die zwei... Oh, vier U-Boote. Vier U-Boote. Die werden wir mal sozusagen mit in die erste Reihe schicken. Und was wir mit dem Hafen machen, habe ich noch keine Ahnung. Am besten wäre der Flugzeugträger. Hier Brücke. Aber das muss man sehen. Wie gesagt, so richtig einen Plan habe ich jetzt dafür noch nicht. So, Hafen ist fertig. Werft werden wir auch gleich mit hinstellen. Und dann werden wir uns gleich mal an die Arbeit machen. Drei Kriegsschiffe. Oh, da wird sich ausgerichtet. Unser Kurs, Sir? Weil da wieder so ein paar Kriegsschiffe im Anmarsch sind. Da gibt's Ärger. Habt ihr den Konvoi jetzt aus dem Spiel genommen? Oder warum sind die Fregatten noch da? Oh nein, es ist eher jetzt ein Zerstörungskommando, oder? Ja, es sieht nicht so toll aus. Versucht mal bitte euer Glück. Waren da nicht noch U-Boote im Marsch? Oh Gott, ihr kommt zu spät. Ihr kommt, glaube ich, zu spät zur Party, Leute. Oh ja, oh ja. Das sieht jetzt gerade echt sehr dünn aus.
Können wir noch einen Turm hier? Ach, wir haben ja gar keine Türme. Wir haben ja gar keine Türme in der Mission verfügbar. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, und das war mir so klar, dass da jetzt Beschuss kommt. Ihr erster Offizier wird gesetzt. Bitte schön. Unser Kurs, Sir. Berechne neuen Kurs. Ihr fahrt mal einen Millimeter vor. Kurs wird gesetzt. Und ihr nehmt bitte das Kriegsschiff auseinander. Unser Kurs, Sir. Das steht nämlich im Weg. Danke. Berechne neuen Kurs. So, ein U-Boot, was sehr getroffen ist. Das hier würde ich gerne in den Hafen schicken. Das ist nämlich jetzt das Positive. Wir können die... Wir werden angegriffen. Was denn? Da oben? Ui. Es gibt mal Ärger da oben. Aber jetzt gibt es auch direkt wieder Ärger hier unten. Das ist so irrsinnig. Achso, da ist der Konvoi. Ah. Er ist direkt an der Küste lang gefahren. Uncool. Ziemlich uncool. Ja, die werden auch gleich wieder abdrehen. Ja, und die drehen auch ab. Aber ihr kriegt die Fregatte wahrscheinlich noch. Jawoll. Also ein bisschen mehr an die Küste, bitte. Wir werden angegriffen. Meine Güte, was ist denn jetzt wieder los? Ein Jäger? Ich glaub's ja wohl nicht. Nein, lass den Bürger in Ruhe. Wir werden angegriffen. Oh ja, toll. Da ist schon wieder was. Wo ist das, der Konvoi dazu? Da ist der Konvoi. Das wird jetzt nicht haarig. Wenn natürlich erst die Fregatten da sind, um dann den Stunk zu machen. Und da kommt noch ein Konvoi. Oh, ja, 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 ja. Ist erledigt. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst. Wir werden angegriffen. Hier Brücke. Unser Kurs, Sir. Hier erster Offizier. So, bitte mal rüber. Konvoi ist weg. Unser Kurs, Sir. Hier erster Offizier. Unsere U-Boote aber auch so gut wie. So, 5 U-Boote gehen da jetzt rein. Hier erster Offizier, Sir. Wir tauschen mal aus. Genau. Das Problem an der Sache ist, wir sind jetzt gerade mehr damit beschäftigt, uns hier irgendwie zu halten, als dass, weiß nicht, als dass wir jetzt irgendwie vorankommen. Und das stört mich zugegebenermaßen. Das stört mich gerade echt sehr. Weil ich damit nicht das Gefühl kriege, dass irgendwas vorangeht. Und deswegen sage ich ja, die Mission wird uns hier noch echt eine Weile beschäftigen. So, den Kreuzer würde ich mal kurz hier herstellen. Wenn du durchkommst, natürlich. Hier, erster Offizier. So, wie sieht's aus? Da ist... Nee, das sind gegnerische Schlachtschiffe. Die sich dahin verirrt haben, ist in Ordnung. So, U-Boote. Ich würde sagen, gleich mal mit einreihen. Was ist denn jetzt da oben los, da drüben? Da kommen immer mal so ein paar Kriegsschiffe. Die werden auch gleich mitgenommen. Und dann ist das erledigt. Dann ist dahingehend die Katze im Sack. Und hier ist auch jetzt die Katze im Sack. Okay. Also die Konvois kriegt man. Wir werden angegriffen. Ja, ich wollte gerade sagen, Kreuzer ist genau in... in Reichweite zu den Häfen, was jetzt äußerst günstig erscheint. Achtung an Deck. Der soll auch mal dort so bleiben. Hier, erster Offizier. So, noch ein U-Boot bitte. Am besten gleich mal hier rüber. Unser Kurs, Sir. Das U-Boot verstärkt hier drüben. Kurs wird gesetzt. Zwei Schlachtschiffe haben wir. Also es ist viel ist es nicht. Unterwegs. Aber wir sammeln unsere Flotte jetzt wieder zusammen. So, dann noch 2 Kriegsschiffe. Transporter brauchen wir nicht, vielleicht noch ein Kreuzer. Hier, erster Offizier. Okidoki. Es wird langsam. Wie gesagt, was wir mit dem Flugzeugträger jetzt noch machen, habe ich noch keine Ahnung, zugegebenermaßen. Der ist auch ziemlich getroffen, sehe ich gerade. Warum? Hier müsste noch ein U-Boot sein, genau. Und da unten, was ist denn schon wieder los?
Oh. Verdammt. U-Boote, könnt ihr da mal ganz kurz bitte mit eingreifen, denn das ist sehr ungünstig, was bei dem Kreuzer gerade dröhnt. Wir werden angegriffen. Die Bürger gehen mal bitte aus Reichweite.